Hallo und herzlich willkommen zurück zu Age of Mythology Retold, zur 10. Mission der Atlanta-Kampagne Wiedergutmachung. Die Helden kehren nach Sykios zurück, um das griechische Land zu heilen und Prometheus zu besiegen. Perfekt episch mit der Musik abgeschlossen. So, da wollen wir mal schauen, wie es in Sykios in Griechenland wieder ausschaut und wie viel Prometheus mittlerweile zerstört hat. Wahrscheinlich einiges. Wir waren hier doch eine Weile unterwegs. Sind Krios und die atlantische Armee verschwunden. Ja, das gleiche gilt für die gesamte Stadt. Ja. Warum wachsen Pflanzen nur an diesem Ort? Das ist das Werk von Gaia. Gaia? Die Schwächung der Olympia verlieh den Titanen mehr Macht. Allen Titanen. Gaia ist eine von ihnen, aber im Gegensatz zu den anderen ist sie keine zerstörerische Kraft. Sie kann uns helfen? Das tut sie bereits. Nutzt hier ihre Macht, um das Land wiederherzustellen. Yuji? Eked. Hey, sehr cool. Volume. Wir haben wohl also Gaia als Verbündete. Eine Titanin. So, was haben wir denn? Wie schaut es denn hier überhaupt aus? Die meisten Bäume sind zur Asche verbrannt, aber Gaia wird uns erlauben, ihre Wälder zu nutzen. Okay, bauen Sie Dorftrennen, um Gaias üppiges Terrain auf dem verbrannten Gelände rund um 4 Siedlungen zu verbreiten und den Titanen zu schwächen. Oh, der ist aber noch unterwegs, der Titan. Wie viel ist der denn unterwegs, ist die Frage. Hier gibt es eine Reliquie. Helden fügen mythischen Einheiten mehr Schaden zu. Ja, das wäre ganz gut. Prost, nein. Pani. Wir erkunden aber mal ein kleines bisschen. Was haben wir denn für Zauber hier? Ah, die gehen schon mal sammeln, das ist auch gut. Ich bild gleich mal die nächsten aus. Was haben die denn da geschlachtet? War das eine Ziege oder was anderes? Also das hier ist Wald der Gaia. Das müssen wir dann da überall anpflanzen. Spinnengrube ziehen sie auf ein Gebiet, um Spinneneier zu platzieren, die dann schlüpfen und sich eingraben. Die Spinnen fressen feindliche menschliche Soldaten, die das Gebiet durchqueren. Aber die Eier können zerstört werden, bevor sie schlüpfen. Würde sich ja hier auf jeden Fall sehr anbieten. Als Schutz. Ich will auch direkt hier mitten in den Weg reinklatschen. Ah, man kann sogar ausrichten, wie. Oh, das ist cool. Das gab es damals nicht. Aber nicht mal so schräg hier in den Weg. Obwohl, warte mal, wenn ich die hier hin platziere. Vielleicht lieber doch so, damit auch die Einheiten wirklich durchlaufen, die Feinde. So. Etimus esto. Ah, hier gibt es noch ein paar Ziegen. Die schnappen wir uns mal. Herr Joes? Also ihr könnt schon mal dahin, da können noch ein paar aus Gold. Protani. Wir schauen uns hier ein bisschen um, was Manifesto. Wir vielleicht direkt in der Nähe mal finden. Fulume. Ist da irgendwas zeigt. Pani. Ich würde immer ein bisschen Blick hier oben drauf haben, falls irgendwelche Roten mal runtermarschiert kommen. Und da haben wir eine Reliquie. Dorfbewohner sammeln Holz und Gold schneller. Esto. Wunderbar. Das nehmen wir mit. Burek. Mark. So, die sind soweit schon mal fertig damit ein Fleisch sammeln. Dann nehmen wir erstmal hier die Ziegen. Ah, der Titan zieht weiter. Also, wenn wir den Siedlungen aufbauen, müssen wir echt aufpassen dann da hinten, weil wenn der da unterwegs ist. Yushi. Sie haben die Splitter des blauen Kristalls entdeckt, der die sammelt. Achso, ich warte, was? Was? Yushi. Aber das war die Reliquie, die wir gerade weggepackt haben. Osto. Mark. Ist hier unten noch was? Yushi. Da kommen schon die kleinen Prometer angerannt. Wollen die jetzt gerade zu uns, oder? Osto. Patrouillieren die einfach nur rum. Ich schau nochmal ganz kurz, vorsichtig. Noch haben wir Zeit. Eschlost. Okay, nee, die scheinen nicht zu uns zu wollen. Yushi. Eschlost. Halt, nichts zerstören. Osto. Aber die Ziegen können wir mitnehmen. Kostenlose Nahrungsquellen, das ist sehr gut. Ich bücke noch einen weiteren von denen aus. Die machen wir mal zu Helden. Burek. Diese hier auch. Die ziehen schon wieder weiter zur nächsten Siedlung. Burek. So, die dürfen alle dahin. Mehr geworden. Hier gibt es noch Gold. Jede Menge Gold sogar. Aber ich würde tatsächlich, wenn erstmal das da nutzen. Was nah bei uns liegt. Ja, bei Reliquien scheinen wir hier erstmal keine zu finden, soweit. Yushi. Zumindest nicht in der Ecke hier unten. Osto. Gut, dann ziehe ich die mal vorsichtshalber mal lieber zurück, Eschlost. Die Helden.
Wir haben nämlich keine Soldaten und gar nichts. Yuji? Und ihr könntet mal ein paar Felder anlegen. Von mir ist auch gerne sehr weit abseits eigentlich. Eked. Eked. Erstmal zwei Felder, weil die ersten Ziegen kommen nicht bald an. Herr Joes? Yuji. Ziehen wir mal halt drei Stück ab. Bauen mal Kasernen und sowas. Eked. Eked. Wir sind aber ziemlich zügig unterwegs. Oh, da steht eine Reliquie herum. Halt. Herr Joes, Mark. Kannst du mal schnell dahin schicken. Infanterieeinheiten fügen Titanen mehr Schaden zu. Ah, das ist schon mal sehr gut. Nicht von Götteskräften anvisiert werden, okay. Skopos? Mos Intum. So, halt Ajax haben wir ja auch noch. Der könnte mal da oben hin. Herr Joes? So, ein paar Einheiten haben wir ausgebildet. Skopos? Mag. Warte mal, da drauf halt einen nehmen wir mal zum Bauen. Eine Rüstkammer darf gerne irgendwo hin, wo sie geschützt steht, nicht hier so. So, die Reliquie haben wir. Zack, und ab zum Tempel damit. Die hier oben kann man sich dann auch schnappen, sobald der Titan weitergezogen ist. Das Gute ist, die decken für uns auch die Karte auf, der Titan. Sehr praktisch. So, wir können ja auch schon fast mal verbessern, die Einheiten. Das da von mir aus auch noch. So. Und dann brauchen wir Hütten. Kommen wir mal alle hier so hin. Skopos? Einer von euch darf vielleicht auch mal einen Kornspeicher aufbauen. So, brauchen wir nämlich auch zur Verbesserung. Schaut sich nicht so aus, als würden wir bald angegriffen werden. Noch ist alles recht friedlich. Skopos. Osto. Ich glaube, spätestens ab dem Zeitpunkt, wenn der Titan, wenn wir hier die ersten Siedlungen bauen, wird's dann langsam kritisch für uns. Achso, wir können natürlich mal das ein oder andere Orakel ausbilden, eben für ein bisschen Gunst. Mal einen hier und einen da oben hin. Burek. Oh, zwei haben nichts zu tun. Dann seid ihr zwei. Bukat, Burek. Erstmal einer nur da drauf. Nahrung haben wir gerade noch einiges. Eked. So, Rüstkammer können wir auch schon mal Verbesserungen anschmeißen. Noch ist alles ruhig. Der Titan zieht weiter. Oh, warte mal, das heißt, wir können ganz kurz mal Castor nehmen und dann da hochschicken. Muss aber echt aufpassen. Weil das kann schief gehen. Ah, die Gunstkosten kriegen wir nachher wieder erstattet, wenn wir das erforschen. Das ist gut. Wenn wir denn viele haben. Eschlost. Yushi. Ah, noch mehr Ziegen. Nehmen wir doch gleich mit. Na warte, wir können schon die Stufe erforschen? Das geht dann mal erst im mythischen Zeitalter. Herr Osto. Mark. Aber ist mir recht. Eschlost. Mark. Oh, da kommen die ersten Feinde. Oha. Kalos. Wir sollten uns beeilen. Ich bin noch gerne die Ecke hier unten, hinten ein bisschen erkunden fast. Jetzt haben wir eh nur den einen Helden dabei. Yushi. Osto. Wenn hier noch weitere Reliquien stehen, sollten wir die mitnehmen. Yushi. Mark. Eschlost. Yushi. Ach, zumindest schon mal Mark. Nichts. Oh, Yushi. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Osto. Nicht Yushi. Mehr viel Osto. Zeit. Yushi. Oh. Mark. Da brennt's ein bisschen. Yushi. Mark. Yushi. Okay, nehmen wir es mal schnell zurück. Hier gibt's nichts. Eschlost. So, ich hoffe, der läuft jetzt einen klugen Weg und nicht durch irgendeine Feindesbasis.
noch irgendwas stehen, theoretisch. Müsste man später mal gucken. Malista. Leje? Ne. Oder was war das hier nochmal? Ziehen Sie auf eine feindliche ein, um diese zu bekehren. Okay. Einen Spinnenzauber können wir wohl beliebig oft verwenden. Ah, beim nächsten Mal kostet er jetzt 3. Okay. Wenn der nächste Angriff kommt, können wir irgendeine feindliche Einheit bekehren mal. Jetzt schicken wir noch ein Orakel hier hinter. Also Holz haben wir ja erstmal genug. Wir können zwar hier einen neuen Wald ansetzen. Müssen aber nicht zwingend. Was kostet das? Das kostet auch von allem so ein bisschen. Können wir auch mal machen. So eine Handvoll weiterer Einheiten sollten wir uns auf jeden Fall machen. Bureg. So, das kostet Gold. Natürlich kostet das Gold. Skopo, Eschlust. Yushi. Also wenn ich das richtig verstehe, dürfen wir auf diesem Dorfzentrum auch tatsächlich eine Siedlung bauen. Das zählt zu den 4 Dorfzentren, die wir irgendwie besiedeln müssen. Würde sogar ziemlich viel Sinn machen, eigentlich zuerst hier oben anzugreifen. Dann erst hier diese Dorfzentren aufzubauen, weil da müssen wir uns sehr beeilen dann später. Bureg. Bukat. Schickt mir einen darüber. Yuji. Yuji. So, gleich haben wir nämlich keine Ziegen mehr. Yuji. So, aktuell noch keine Türme. Also. Die könnten wir noch bauen. Ich weiß nicht, wie viel welche brauchen, ehrlich gesagt, auf der Seite. Wenn dann schon lieber hier. Jetzt sind wir einen hier und einen dahin, haben so ein bisschen Schutz. So. So weit, so gut irgendwie. Der Weltbereich in 054 ist halt die Frage, weil diesen Wald halt hier irgendwie noch einsetzen müssen und ob das Dorfzentren bauen als geheilter Bereich zählt. Herr Joes? Das werden wir aber erst später herausfinden. Herr Joes? Habe ich kein Feld mehr hin? Ne, dann kommt das hier hin. Okay, das können wir auch noch entwickeln. Dann haben wir schon mal maximales Tempo bei den Rohstoffen. Etimus. Und warte, haben sich unsere Einheiten geheilt? Die haben sich geheilt. Oh. Warum? Haben doch gar keine Heiler. Aber das finde ich super. Das gefällt mir. Das finde ich sehr, sehr gut. Okay, Gunst bekommen wir 15 pro Minute. Komm, wir machen noch ein Orakel, den können wir irgendwie unten hinschicken. Macht zwar nicht ganz so viel Sinn, aber zur Not schicken wir ihn halt hier raus. Oder irgendwo hier hin. So, die Türme werde ich gerne noch verbessern. Jetzt haben wir mittlerweile fast alles aufgebaut, was wir aufbauen wollten und müssen. Ich kann natürlich hier noch ein paar Mauern reinziehen, damit es dann dicht ist auf der Seite. Vielleicht nicht verkehrt, weil wenn doch mal ein Angriff von hier kommt, sind wir zumindest geschützt und haben ein bisschen mehr Zeit einfach. Ja, mal schauen, weil stimmt, die Einheiten könnten theoretisch auch irgendwo hier oben rauslaufen und dann von hier hinten kommen. Dann habe ich die Seite dann doch ganz ehrlich ganz gerne zu. Okay, jetzt brauchen wir erstmal mächtig viel Gold. Schick mal einen von denen damit drauf. Wir brauchen einmal ein paar Last und dann nochmal 1000 Gold für die... Dingens. Das 4. Zeitalter. Marie hier, die wir so schnappen könnten. Ist mich minimal schneller wie die anderen. Ah, verbreitet Gas übriges Terrain, wodurch sich Einheiten und Gebäude regenerieren. Ah, deswegen haben die sich geheilt hier drüben. Sehr cool, das war also der Grund.
Aber nicht alle Gebäude verteilen. Das anscheinend. Türme zum Beispiel und das hier nicht oder so. So, ich baue beide Seiten Tore rein. Schaut doch ganz cool aus. So, ein Palast würde ich dann... Ja, setzen wir einfach hier oben an die Kante, oder? Hier wäre ein bisschen effizienter, aber mein Gott. Ich will jetzt nicht alles so zubauen. Ach, da gibt's nochmal Gold. Ja, wunderbar. Ist doch perfekt. Burek, Skopos? Den noch ein bisschen besser und schicken den noch ein bisschen weiter hier runter. Dann kann der auch maximal Gunst generieren. Burek. Hoffe, das funktioniert da unten in der Ecke auch gut. So, euch können wir noch verbessern. Für die anderen brauchen wir... Achso, halt. Ja, wir müssen kurz Gold sparen. Danach können wir das machen. Herr Jos? So, der ist soweit fertig. Dann darfst du mal mit Nahrung sammeln. Obwohl, Nahrung macht gar nicht so viel Sinn. Ich schicke den mal zur Goldmine runter. Ja, der kriegt ja nur 0,9 hin. Schicke ich den einfach mal hier hin. Ich würde das gerne noch ganz woanders hinschicken, aber da wird er nur platt gemacht. Ah, da kommen ein paar Feinde an. Welche Einheit sollten wir uns denn mal gönnen? Vielleicht einen von denen hier. Sobald die in der Reichweite sind, schnappen wir uns da einen. So, helft mir dem da oben. Okay, der wird es nicht überleben. Naja, schade. So, hier alle wieder ins Grüne zurück. Ah, und was wir hier vielleicht machen sollten, ist dann hier noch eine Hütte hinsetzen, damit auch hier grünes Terrain entsteht. Das ist 0,11. Na, der baut sich noch aus. Das dauert noch. Aber wir können jetzt nicht in Zeitalter fortschreiten. Okay, der hat einmal Argus als mythische Einheit und Implosion. Das ist ein unfassbar starker Skill. Tantros Tor ist auch krass. Aber ja, die sind gegen alle Feinde feindlich gesinnt. Also bin ich kein so ein großer Fan von. Also auch, die sind auch feindlich gegen uns. Ich nehme mal Atlas mit Implosion und den Argus und die anderen Skills, die gucken wir uns dann gleich an. Ach, und das sind auch beides Titanen. Okay, Titan der Ausdauer. Mhm. Fokus-Infanterie-Einheiten haben wir eh viele. Oder werden viele haben. So, jetzt können wir hier ein bisschen entwickeln. Und das Gebäude müsste jetzt auch Vegetation verbreiten. Skopos? Theoretisch. So, ich würde noch ganz gerne einen einzigen Turm hier hinsetzen. Einfach nur dieses für alle Fälle. Esto, Volume. Und dann können wir auch bald eigentlich in den Gegenangriff mal übergehen, ne? Wir haben schon auch einiges an Truppen mittlerweile. Ich möchte da einige ausbilden. Paar von denen, die Gebäudeschaden machen. Oh, wir machen schwere Fanatiker. Gegen Infanterie und Kavallerie gut. Okay, sollten wir auf jeden Fall ausbilden. Feuersiffen sind Belagerungseinheiten. Die brauchen es nicht zwingend, wenn wir die Zerstörer haben. Ist noch deutlich günstiger. Wir haben. Doch, wir haben noch Wald, okay. Ich dachte, wir haben keinen Wald mehr. Fangen wir hier an. Ah ja, mittlerweile ist hier alles grün, okay. Krass, hätte man die Häuser ja deutlich besser verteilen können. Auch zum Beispiel hier dann, wenn man hier eine Einheit nochmal platziert, dann werden die auch ganz gut untergebracht. Vielleicht mal einen von... ich überlege gerade, irgendwie einen würde ich mal irgendwo abziehen hier noch gleich. Geh du mal mit an den Wald. So, der darf ja noch seine Nahrung sammeln. Die letzten paar Tiere noch. Kann eigentlich einer mithelfen. Obwohl andererseits macht jetzt nicht den Riesenunterschied.
Sondern auf die müssen wir fürs mythische Zeitalter warten. Sonst wird das nix. Der klingt auf jeden Fall feuchter Furz. Hat irgendein Special Skill? Ja, hat er. Säurespray. Stößt eine natürliche Säurefürze aus, die gegnerische Einheit mit der Zeit schmelzen lässt. Stimmt, ja. Atlas verbessert Agi zu Wächtern von Io, wodurch ihre Sichtweite und Aufladegeschwindigkeit, ihre Spezialfähigkeit erhöht werden. Ja, könnte man entwickeln. Kostet mir gerade ein bisschen zu viel Gold. Und die selber kostet auch so viel Gold. Waren wir eigentlich mit den Atlantern schon mal im mythischen Zeitalter? Ich glaube nicht. Wie krass Gold das alles ausschaut, wie schön. Fancy coolen Gebäude. Fällt mir richtig gut. So, was haben wir hier? Erhöht die Zerstörung, die Rüstung ihrer Zerstörer gegen durchbohrende Angriffe. Perfekt. Und versetzt verletzte Fanatiker in Raserei, wodurch sie schneller bewegen und angreifen, wenn sie Trefferpunkte verlieren. Das ist auch gut. Ist auch sehr krass. Den lassen wir noch machen in Ruhe. Wir haben diese Mission keinen Zeitstress. Das ist sehr gut. Hier kommt halt nochmal ein gegnerischer Angriff. Wir bauen uns aber erstmal unsere Truppen ordentlich aus. Das hier können wir noch machen, damit wir mehr Einheiten produzieren können. Dann natürlich erkennst, wir machen hier ganz viele Helden draus. Was aktuell noch nicht geht. Aber dazu kommen wir dann noch. Kommt alle mal ein bisschen zurück. So, rückt noch ein bisschen weiter zurück. Ach, wie oft auch den Zauber die ganze Zeit casten möchte. Yuji? Okay. Bureg. So, Fanatiker wollten wir noch einige, habe ich gesagt. Ich hätte noch gern von denen auch ein paar. Halt eh. Falsche Taste gedrückt, aber so, warum passiert nichts? Und das hier würde ich mir gerne aufheben, weil ich weiß nicht, ob wir das nicht wirklich brauchen, um die Dorfzentren dann eben zu bekehren. Oder wie auch immer das funktioniert. Ja, mit den Sachen müssen wir noch ein bisschen warten, da fehlen jetzt noch die Ressourcen aktuell. Aber das können wir noch Stück für Stück erforschen, sobald wir hier oben zum Beispiel den Angriff starten. Und währenddessen kann man das ja dann anschmeißen. War mal sehr entspannt, mal nur von einer Seite angegriffen zu werden und nicht von zwei oder drei. Wie es ja so oft der Fall war in den letzten Missionen. So, nur diese Forschung hätte ich eben komplett gerne auf Maximum. Dass die alles Elite-Einheiten sind. Mehr Holz, noch mehr Gold. Es mangelt an Rohstoffen. Ah, hier steht sogar so eine Pflanze rum. Die kann nämlich Feinde verschlingen oder sowas. Was heißt sogar verschlingen, das Skill? Cool. Zieht eine feindliche menschliche Einheit in ihren Rachen und tötet sie auf der Stelle. Sehr cool. Können wir mal Spinneier hier reinlegen. So. Kostet ja kaum Gunst. Oh, angenehm. Das ist alles voller Spinnen hier, wenn der Feind nochmal angreift. Aber was wir oben auf jeden Fall nutzen werden, ist nur die fette Implosion. Die wird alles zerstören hier oben. Wir können es nicht direkt aufs Dorfzentrum machen, aber hier so am Rand könnte man es platzieren. Macht aber unseren Einheiten keinen Schaden, ne? Sollte nur feindliche Einheiten treffen. Entweder hier oben rein oder hier unten. Ich glaube fast eher da oben macht ja mehr Sinn. So. Zur Sicherheit immer irgendwo hinklicken. Und deaktivieren, damit man nicht ja die falsche Taste drückt in dem falschen Moment. So, von denen will ich viele haben, weil die haben eine sehr, sehr hohe Reichweite und später sehr gut gegen den Titanen dann. Vor allem, wenn die Helden sind. Okay, du hast... Ach, du hast noch ein paar Rinder hier. Auerochsen. Ach witzig, die Festung hilft sogar mit. Etimos. So, wo sind unsere Zerstörer aktuell? Haben wir da, stehen die denn? Da hätten wir welche.
Harzmodikator mal 4 gegen Titan. Mal 6 gegen Gebäude, okay. Skopos? Yuji? Die alle gegen einen gegen Titan? Die haben noch einen? Yuji? Skopos? Burek. Was heißt, die sind und. Skopos? Sind die auch Zerstörer Skopos? Richtig gut gegen Titan? Burek. Haben irgendwo Fanatiker rumstehen? Jerek. Skopos? Burek. Da müssen die hier auch mal 4 gegen Titan, okay. Ist das schon wegen der Reliquie eventuell? Ach, die Goldmine ist leer. Ich dachte einfach mal, kein Gold mehr. Was ist denn los? Ach, von mir aus gehen die mal hier hin, dann müssen sie nicht so weit flüchten, wenn es brenzlig wird. Ah, und wir haben das Bevölkerungslimit erreicht. Okay, perfekt. Das heißt, wir warten jetzt nur noch auf ein bisschen Gold, damit wir unsere Einheiten zu Helden machen können. Dann würde ich gerne mal die Basis da oben angreifen gehen. Vielleicht auch noch einen kleinen Gegenangriff abwarten. Der hat ein paar Feuer so von uns hier rumstehen mittlerweile. Und der hat sogar so ein Zentimanus. Das sind sehr starke mythische Einheiten aus dem 4. Zeitalter. Die machen sehr viel Damage, wie man sieht. Und haben sehr viel Leben. Ah, da müssen wir aufpassen. So, Gold kommt wieder rein. Ich meine, es müssen nicht alles zu Helden ausgebildet werden, aber desto mehr, desto besser. Zehnfacher Schadensmultiplikator gegen mythische Einheiten als Helden. Haben wir gerade gesehen, das kam gerade mit dazu. Ach du Heilige, okay, das ist krass. Das ist echt viel Schaden. Yuji? Ich frage mich, ob die schneller werden, wenn man das Ding hier entwickelt. Ob die auch davon betroffen sind. Skopos? Ich schmeiß mal ganz kurz mal raus. Hier den auch, dann haben wir mehr Ressourcen. Yuji? So, wir können jetzt noch länger warten. Ah nee, perfekt. Der greift gerade an. Yuji. So. Dann gebe ich wieder ein bisschen hier hinter die Mauer. Oder halt die symbolische Mauer da vorne. Burek. Genau, den Angriff warten wir ab und dann starten wir direkt den Gegenangriff. So, direkt auf den Dicken da. Den machen wir platt. So, noch einmal zu Helden ausbilden. Burek, Mark. Geht mal mit aufs Gold. So, und dann ziehen wir los. Machen hier unten mal richtig Stress. Ich will die Implosion jetzt auf den Bereich hier draufhauen. In der Hoffnung, dass da die meisten Feinde einfach getroffen werden. Oh, die Gebäude unten werden schon stark beschädigt. Jetzt mal noch so ein Feuersiphon klauen. Und den da auch noch. Wie praktisch, wenn man so viel davon nutzen kann. So, machen wir hier nochmal einen. Ach, stehen sich alle noch rum hier. Oh, warte, können wir den klauen? Ja, wir können sogar einen von denen klauen. Perfekt. Wir können auch maximal unser Bevölkerungslimit überschreiten damit gerade eben. Richtig gut. So, ich hoffe mal nur... Oh, einer unserer Haupthelden ist gestorben. Aber gut, der wird gleich wieder aufstehen. Das ist erstmal nicht weiter schlimm. Ein paar von euch mal hier kurz mithelfen. Die Gebäude zerstören. Auch da hinten ein bisschen kämpfen. Und dann können wir gleich anfangen, hier unser Dorfzentrum aufzubauen. Halt, erstmal den da killen.
Oh, hier scheint nichts mehr zu stehen vom Feind. Alles niedergemäht. Das heißt, ich ziehe mal einen von euch hier ab. Um mir hier oben wieder ein Dorfzentrum zu errichten. Okay, Gold haben wir langsam auch wieder genug. Dann darf der mal mit zum Holz. Du kannst zum Dorfzentrum mit hochgehen. So, da haben wir alles erforscht, das ist gut. Das Ding, ja, wird 35 Gunst wieder zurückgeben. Kann man vielleicht später nochmal nutzen. Ach, da unten, die kämpfen noch ein bisschen gegen die Häuschen. Na, ja, die Mauern noch kaputt. Und dann können wir gleich alle zusammenziehen und uns bald Richtung Titan auf den Weg machen. Natürlich erstmal versuchen, noch mehr Dorfzentrum zu errichten, das wäre wichtig. Die Einheiten dann alle heilen und dann auf zum... steht mir mal folgen und dann hinter dem praktisch die Dorfzentrum aufbauen. Kommt mal einmal mithelfen. Zack. Und die können wir alle einmal ganz kurz abziehen hier runter. Obwohl, eigentlich können die auch hier oben bleiben, weil... Obwohl, nee, gehen wir nach hier unten. Weil dann, sobald der von dem Dorfzentrum hier abzieht, würde ich anfangen, immer hinter dem aufzubauen. So, okay, und das Dorfzentrum an sich, glaube ich, bringt nichts, oder? Können das gleich nochmal checken. Kosten die? Kosten 350 Gold? Oh, schon wieder kein Gold mehr hier. Das ist aber immer so schnell aufgebraucht, ist das Gold. Die zwar auch hochschicken. Ja, würde alles gehen. Auf jeden Fall Holz und Gold ganz viel. Nehmen wir erstmal die Mine hier auseinander und danach schicken wir die hier rüber. Sobald der auch weitergezogen ist. So, die zwei dürfen sich schon mal fast bereit machen. Und der zieht auch schon weiter. Okay, es wird jetzt wird's schnell. Müssen wir uns ein bisschen beeilen. So, und hier oben hat sich nichts getan durch den Skill. Würde ich den Wald einfach mal hier draufhauen? Ich hoffe, das ist richtig. Okay, es hat absolut gar nichts gebracht. Oder es dauert einfach noch, bis die Vegetation sich hier... Ah, jetzt da tut sich was. Vielleicht bringt das ja was. So, damit haben wir alle ausgebildet. Zu Helden. Das heißt, wir ziehen weiter. Wir sind eigentlich fast ein bisschen spät dran jetzt. Was fehlt denn gerade fürs Zentrum? Ah, ein bisschen Gold, okay. Haben wir jetzt... Zieh mal hier noch einen ab, damit wir zu dritt da sind. Okay. Also das hat scheinbar nichts gebracht. Ich hoffe, die Dorfzentren hier bringen dann was. Hast du gerne noch einen vierten, ehrlich gesagt. Jetzt kommt noch mit Einheiten immer angerannt, auch noch zusätzlich. Ja gut, kann sein, dass wir ein Dorfzentrum zwischenzeitlich wieder verlieren werden, je nachdem, wie gut wir uns hier jetzt machen. Wir haben also jetzt 50.000 Lebenspunkte. Ja, die sofort weiterschicken. Direkt das nächste aufbauen. Der zieht wieder weiter.
Das hat bis jetzt erstmal nichts gebracht. Mache ich irgendwas falsch? Ja, ich kann den Wald wieder hier drauf knallen, aber... Burek, Yuji. Hier oben ist ja einiges grün geworden, aber... wohl nicht genug. Skopo, Mark. Schwierig. Yuji. Wir werden auf jeden Fall gleich weiterziehen, bevor wir hier das dritte Dorfzentrum errichten können. Burek, Mark. Zieh mal noch drei ab. Muss irgendwie reichen von den restlichen Rohstoffen hier in der Basis. Ja, da kommt er auch schon. Wir müssen fast das Dorfzentrum hier abbrechen. Burek. Ich meine, ich hau jetzt hier nochmal einen Wald mit rein. Und wir machen es beim nächsten Dorfzentrum. Also, Yuji. Erhalte Bereiche, ja. Okay. Vier weitere noch. Skopos, Mark. Ist irgendwie schwierig. Es kann ja nicht sein, dass es ewig dauert, bis der Bereich hier heilt. Also es muss ja irgendwann noch passieren. Ein bisschen auszubremsen, können wir jetzt mal das hier machen. Rennt auch zu schnell aktuell. Wir kommen kaum hinterher. Also wir brauchen zu lange, um die Dorfzentrum zu errichten. Aber wir sollten das nächste noch einmal skippen. Yuji. Das gefällt mir nicht. Hey, Poroflas. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Yuji? Yuji. Die sollten wir direkt zum übernächsten schicken. Skopos? Mark. Yuji, es los. Tilus Moke. Mark. Yuji. Wenn der die Dorfzentren ja auch so schnell zerstört, da haben wir kaum eine Chance. Mark. Yuji. Wir müssen eigentlich fast wieder anfangen, hier unten jetzt zu errichten. Yuji. Also. Bure, es los. Ihr sollt vielleicht erstmal vorlaufen. Ich meine Dorfbewohner. Fällt mir gerade ganz und gar nicht. Yuji, es lost. Mark. Wir ziehen nochmal weiter. Yuji, Mark. Der ist aber auch so verdammt schnell. Eigentlich müssen wir anfangen mit dem Dorfzentrum, mit dem Wiederaufbau. Also machen wir das auch. Warten hier. Wenn er jetzt hier weiter sieht, bauen wir das sofort wieder auf. Herr Jos, Yuji. Kleines Stückchen mal zurück, bitte. Yuji, Yuji. Will ich den Titan anlocken? Auf gar keinen Fall. Ich lost. Ey, Poroflas! Burek. Mak. Yuji. Okay, jetzt. Alles oder nichts, jetzt ist der Moment gekommen, mit dem es jetzt hinhauen muss. Ich hoffe, ich mache das hier richtig mit der Mission, ehrlich gesagt. Es wird sehr ärgerlich, wenn nicht, weil wir sind schon bei fast 40 Minuten. Es wäre schade, wenn das jetzt vergeudete Zeit wäre. Habe ich halt hier oben einen Fehler gemacht, eventuell? Eigentlich ja nicht, oder? Hier könnte man noch machen in der Forschung. Aber ich spare mir lieber das Gold aktuell auf. Obwohl, nee, das reicht schon. Wir haben 700 noch über. Herr Jos? Burek, Skopos? Yuji? 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 Also. Nein, nicht den Wald fällen, Leute. Yuji. Der ist wichtig. Yuji. Burek, es lost. Burek. So, wir machen direkt das nächste Dorfzentrum. Bleiben dem Titan dicht auf den Fersen. Yuji. Da sind ein paar Prometer. Skopos, Tilus Moke. Yuji.
Eporofras! So, schnell alle bekämpfen. Burek. Ma. Yuji. Und weiter. Ach, steht noch ein Weltwunder rum. Weltwunderzeitalter. Stimmt, das ist ja auch ein neues Zeitalter, was es mittlerweile gibt. Das gab's früher nicht. Ach ja, gibt einige Boni dann tatsächlich. Aber ich glaube, in der Kampagne können wir das bisher noch nicht erreichen. Mal schauen, wann. Skopos, Mark, Herr Joes, Osso. So, weiterziehen. Wald hier drauf. Yuji. In der Hoffnung, dass es irgendwie Burek. Funzt. Yuji, Burek, Mark, Eked. Yuji. Dafür hacken die Holz, aber das sind meine Dorfbewohner ganz da hinten. Aber auch keinen weiteren mehr von Gaias Wäldern. Also wir können auch kein weiteres Dorfzentrum oder so mehr errichten. Ich glaube, wir müssen aber gleich mal einen Angriff versuchen. Also ich kann nur versuchen, das dritte jetzt hier aufzubauen. Skopos? Aber das vierte werden wir wieder nicht schaffen, weil der das da unten schon mehr zerstören wird in der Zwischenzeit. Den irgendwie ein bisschen aufzuhalten, ein bisschen zu stoppen. Skopos? Yuji? Yuji, Yuji. Es lost. Burek. Os, Yuji. So, schnell weiter, weiter, Oso. Weiter. Wir haben drei Dorfzentren stehen. So, er zieht weiter. Sehen wir mit den Spinnen einfach so ein bisschen aufhalten können. Burek, Mark. Nee, tatsächlich gar nicht. Okay, wir greifen ihn einfach mal an in der Hoffnung, dass es was bringt. Okay, wir machen ihm schon Schaden. Wir machen gut Schaden. Ja, okay. Gut, wir machen mächtig Damage. Ich hoffe, unsere Einheiten reichen aus dafür, weil der macht auch uns mächtig Schaden. Okay, ich glaube, Prometheus fällt. Aber wir haben keine Bereiche geheilt offiziell. Wir haben das irgendwie nicht hinbekommen. Aber unsere Armee ist stark genug und wir haben ihn besiegt. Wir haben es geschafft. Der Titan ist tot. Oh, okay. Puh, irgendwie nicht ganz, wie es hätte laufen sollen, aber es hat geklappt. Glück gehabt. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Prometheus wurde besiegt, aber ist das schon das Ende der Titanen? Ich glaube ja fast nicht. Wir werden gleich erfahren, wie es weitergeht. Kann sich nur wieder um Momente handeln. So, jetzt. Das hast du gut gemacht. Aber Kronos Diener ist trotzdem noch auf freiem Fuß. Und er hat die Atlantische Armee unter seinem Kommando. Wo ist er? Die Atlantische Kolonie. Ja. Du musst ihn vernichten, um das hier zu beenden. Keine große Herausforderung nach den Titanen. Castor, nur du kannst das beenden, mein Sohn. Na dann werden wir wohl mit Castor in der nächsten Mission das Ganze hier beenden. Werden wir mal rausfinden, ob das schon klappen wird. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.